Eine Geräuschmauer besteht aus Stein, Luft und aus der Kunst zu bauen. Was mich an der archaischen Form des Durchmauerbaus fasziniert, ist also von Zeitlosigkeit. Vor 20.000 Jahren ist schon so gebaut worden, heutzutage ist es umso mehr aktuell, um so zu bauen. Was Lützebüsch charakterisiert, aber besonders mich, ist die Vielfalt von den Geologien, von den Sandsteinen, den Schiefer und den Kalkstein. Das sind drei verschiedene Steine, drei verschiedene Mauern, drei verschiedene Erscheinungsbilder. Drüschenmauer-Chantier kann ich mit einem Drüschenmauerbauer angehen an einer Community von Benevolen, die lehren wollen, eine Mauer zu bauen. Oder ich kann einen Betrieb erstellen, den qualifiziert Arbeiter hat, die das bauen können. Oder ich baue meine Mauer selber. Kunst Drüschmauern zu bauen, das ist das ganze Welt ganz ähnlich. Weil immer dieselben Bauprinzipien, das ist einfach bauphysikalische Konditionen, sind da die Leute dem zugrunde. Es gibt natürlich immer Nuancen aufgrund von der Geologie, von Traditionen, wen vielleicht Spezifitäten gebaut wird. Aber vom Prinzip her sind die Mauern eigentlich alle gut selbst. Mein Wunsch wäre, dass sie wirklich als vielfältiges Element an unserer Landschaft und an unseren Wirtschaften unerkannt gehen, vielfältig nicht nehmen, aufgrund von ihrer Bauweise, mehr auch wie eine Wirkung oder wie eine Funktion in sie haben. Und darum wird da vielleicht auch die Möglichkeit, dass eine Unterstützung für das relativ zeitaufwendige Handwerk von verschiedenen Seiten giftbereit gestalten. Als wir ein Interreg-Projekt gestartet haben, um auf Sicht Leute zu finden, die Kunden formieren, Unternehmen, aber auch Leute, die das Handwerk selber geben, ausüben. Und haben wir festgestellt, dass da wirklich ganz viel Wissen schon verloren gegangen ist. Aber auf der anderen Seite war man auch überrascht, dass man noch ein paar die Leute gefunden, die das Handwerk von Generation zu Generation überholen. Heute haben wir ein paar frisch formierte Leute, die Akuren das Handwerk neu gelehrt haben. Wir müssen aber auch am Laufen unseres Projekts ein paar die Leute rumfunden, die nach immer das Handwerk praktizieren, natürlich wirklich Zeit zeigen, auch von diesem Handwerk, an dem noch ihr Leben lang selber ausgeübt haben.
Ich bin der Weber Fred von Bichelberg. Mein Geburt 15.11.1921. Das ist so alt, in die Stunde die Mauer schon dort. Auf wen hat die Mauer abgerichtet? An der Stadt nach wüsste, wen die abgerichtet hat, das wäre bis noch nicht festzustellen. Denn das Stängelhandel von der Rima wieder kommen, da sind ich überzeugt, dass das richtig ist. Weil sonst wären die viel schönen Stängel nicht da. Ein dritte Mauer, da muss ich mal gucken, wann ich will abrichten, dass in dem Terrassement, wo das, wo ich mal die ich Stängel hinlehne, da muss ich mal schön gleich sein. Aber für innen an den Stängen muss ein ziemlich groß Stängel sein, ein ziemlich breit Stängel. Und dann fange ich an, dass ich immer überkreuz. Immer gucken, dass ich schön überkreuz setze, weil das verbindet schon Stängel. Weil es kennt schon kein Speis, kein Zement und kein Neust. Und dann immer das Ding Punkt halten, immer zum Stick zu halten. Sie muss schief stehen, dass sie den Druck von der Ding aushält. Ein Band dran. Handelt der Mauer, wenn der da einmal guckt, da sind noch einmal 30, 40 cm, wo raus ist, was alles abgefüllt ist mit Steng. Das Wasser, was aus dem Boden rauskommt, das verlebt, dann wird die dritte Mauer, sonst gibt es ja direkt den ganzen Druck, gibt es ja dann nur nach da rausrutschen. Und dann führt er so rüber und dann muss der oben rüber gucken, dass er dann ziemlich schnell schön Steng, gerade lang Steng. Und dann schön aufgedeckt und eventuell ein bisschen Boden dabei gemacht und da steht die Mauer da. Ich bin Guillaume, ich bin 39 Jahre alt. Ich wohne in Möllerdal zu Hiefenisch und ich bin Dreschenmauer Bauer. Für mich ist die Allkunst vom Dreschenmauer Bauen eine gute Lösung für die aktuellen Nachhaltigkeitsprobleme. Es ist für mich eine Satisfaktion, mit edlem und lokalem Material zu schaffen. An enger Zeit, wo alles verschwindet. Ich bin überzeugt, dass Dreschenmauer bauen ein Zukunftsberuf ist. Ich bin dann Emil Weber. Und ich komme halt vom Zahnschaff. Bei mir hat von früher immer in die Mauer hier, das haben wir so von ganz früher abgekriegt. Dass die Mauern hier stehen und. Da sind sie zeitweise angefallen, dann haben wir sie selber gefleckt oder mit meinem Papp. Da ist ein Platz, den habe ich mit meinem Papp gefleckt gehabt. Ne? Da habe ich mir Beton, die war angefallen. Ne? Da habe ich mir Beton dazwischen gemäht, dann kriegst du das besser raus. Los, ja. Dann haben wir jetzt hier neben drin, da ist Schuss stehen auf stehen. Ne? Ohne Beton. Die steht 150 Jahre, dann habe ich mal 30 Jahre gemäht. Teil doch mit das. Da haben wir halt die Reihe dran gemäht, wie ein bisschen das Wasser kann rauslaufen. So staut sie und wenn das ganz dicht geht, dann denke ich, das ganze Krumm und dann ist es länger keine rum. Wie früher das ja war, gut Speis dazwischen. Dann hält es richtig fest. Meistens, wie gesagt, etwas Besseres beleidigt, wenn dann so viel klappt, dann geht es gerade so stabil. Ne? Schon noch ein bisschen die Passion, wenn ich denke, sobald ich da gesehen habe, die Feier, bald bis Feierreck sind oder so, dann lehnst du mal alle gut noch bei Kopf. Mit das immer die Sache von mir halen. Aber noch richtig dabei, als man doch ein bisschen Spaß. Ne? Das soll ja auch immer dabei sein, weil wenn du nicht gerne möchtest, dann geht es ganz schwer. Ne?